Hallihallo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich dachte mir, ich zeige euch mal meine liebsten Back-to-School-Outfits und Outfits, die ich selbst auch sehr oft in der Schule anhab. Und genau, wir fangen einfach direkt an. Das hier ist mein erstes Outfit. Ich habe so ein Shirt von New Yorker an, so ein Oversized-Shirt. Und dazu habe ich diese Hose von H&M an. Meine Haare habe ich einfach mit so einer Klammer weggemacht. Die Klammer ist von H&M. Und dann habe ich noch diese Ohrringe von Rossmann dazu an. Das Outfit ist einfach sehr schlicht und vor allem sehr bequem. Und mir ist es sehr wichtig, dass es bequem ist. Gerade wenn ich 8 Stunden in der Schule wegätze. Und genau. Das hier ist mein zweites Outfit. Es ist nicht wirklich anders als das erste. Ich habe einmal wieder so ein Oversize-Shirt an, diesmal in schwarz. Und die gleiche Hose dazu. Außerdem habe ich noch diese Kette an. Die habe ich irgendwann mal bei New Yorker gekauft. Dann die Ohrringe, die ich gerade eben auch anhatte. Und mit meinen Haaren habe ich einfach so einen tiefen Dutt gemacht. Das ist auch wieder, damit die Haare nicht im Weg rumhängen. Und ich finde es sehr bequem und es sieht halt auch einfach gut aus. Das hier ist das dritte Outfit. Ich habe so einen pinken Pullover an. Den habe ich, glaube ich, entweder bei meinem New Yorker oder bei H&M gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Und dazu habe ich so eine schwarze Schlaghose an. Ignorieren wir meine Socken dazu. Aber genau, das Outfit mag ich sehr gerne und es ist so unfassbar bequem. Meine Haare habe ich einfach in so einen Pferdeschwanz gemacht. Und ich habe solche Ohrringe mit so kleinen Perlen an. Die sind vom DM und die sind noch relativ aktuell. Also ich habe die auch erst seit einer Woche oder so. Das hier ist das nächste Outfit. Das ist auch wieder mit dieser schwarzen Schlaghose. Die ist im Übrigen von Only aus der Kinderabteilung. Also ich denke, die wird nicht mehr ganz vielen passen. Aber ich habe die in der 152. Und der Pulli ist von H&M. Aber den habe ich schon seit letztem Jahr. Insofern weiß ich nicht, ob es den noch gibt. Ich denke eher nicht. Und genau, ich habe einfach wieder die Ohrringe mit den Perlen drin. Und mit meinen Haaren bin ich ein bisschen unentschlossen, aber ich denke entweder so eine Klammerfrisur oder halt so ein tiefer Dutt. Das hier ist das nächste Outfit für Tage, an denen es vielleicht doch nochmal warm wird, auch wenn es aktuell vielleicht ein bisschen zu bezweifeln ist. Das Top ist vom New Yorker, ich finde das so schön. Und es ist vorne, es hat einen relativ weiten Ausschnitt, aber es ist hinten halt richtig geschlossen halt. Und ja, keine Ahnung, das heißt, ich mag es aber auf alle Fälle sehr gerne. Und dazu habe ich diese Hose vom Pull&Bear an. Die ist mir ein bisschen zu klein, aber das passt schon. Und ich würde dazu einfach weiße Sneaker oder so anziehen. Das Problem ist halt, dass ich hier auf meinem frisch geputzten Boden garantiert keine Schuhe anziehe. Ohrringe habe ich jetzt einfach die mit den Perlen drin gelassen, weil ich die eigentlich echt schön finde, weil die so basic sind und deshalb zu allen passen. Das hier ist das nächste Outfit. Ich habe wieder das Top vom New Yorker an, weil das einfach so basic ist, dass man das gut kombinieren kann. Und dazu habe ich diese Cargo-Hose an. Die ist von H&M und die hat sehr viele Knicke, weil ich die lange nicht mehr anhatte. Und eigentlich müsste die auch dringend mal in die Wäsche, aber gut. Meine Haare habe ich einfach so einen halben Zopf gemacht. Also basically habe ich einfach hier so vordere Strähnen genommen und die dann hinten mit einem Zopfgummi zusammen gemacht. Das ist jetzt kein Kunstwerk, aber ich finde, es sieht einfach ganz gut aus. Und dazu fand ich die Ohrringe ganz passend und ich mag es sehr gerne. Das Outfit sieht im Übrigen auch mit einer Jeans ziemlich gut aus. Sehr basic, aber auch sehr cool sind so Oversized-Shirts mit so Radlerhosen. Ich habe einmal so ein Oversized-Shirt, das hat mein Dad mir mal irgendwann mitgebracht. Ich finde es sehr cool mit diesen Flügeln. Und die Hose, weiß ich gar nicht, von wo ich die habe. Ich glaube von H&M. So, meine Damen und Herren, das war's mit diesem YouTube-Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich super über einen Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt Fußball spielen und dazu habe ich mein allerliebstes Lieblingsoutfit angezogen. Nämlich ein Trikot. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch ganz doll lieb. Passt auf euch auf und bleibt gesund.